Schafft er wirklich die Wende? Mit Sascha Hildmann übernimmt ein gebürtiger Lauterer den arg gebeutelten Club, der in der dritten Liga ums Überleben kämpft. Für mich ist jetzt wichtig, einen Zugriff auf diese Mannschaft zu bekommen, diese Mannschaft zu stabilisieren, sie ihre Köpfe zu erreichen und versuchen, mit ihr hart zu arbeiten, gut zu arbeiten, dieses 0-5 aus dem Kopf zu bekommen. Diese Klatsche hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Michael Fronzek durfte am Samstag seine Unterlagen abholen. Die Verantwortlichen haben lange gewartet. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt inzwischen 10 Punkte. Vorwürfe, er hätte mit dem Rauswurf zu lange gezögert, wehrt Sportvorstand Martin Bader ab. Das ist auch respektlos dem Michael Fronzek gegenüber als Trainer mit seiner Art, wie er gearbeitet hat und auch der Mannschaft gegenüber, dass man sagt, dass man im August gesehen hat, dass Michael Fronzek kein guter Trainer ist für diese Mannschaft. Sascha Hildmann soll es jetzt besser machen. Seinen Vertrag mit Vorarbeitgeber Sonnenhof Groß-Asbach hat er aufgelöst. Dort wurde er wegen anhaltender Erfolglosigkeit besonders bei Heimspielen beurlaubt. Die Zeit bis Dezember hat er genutzt, laut eigener Aussage, um die leeren Batterien wieder aufzuladen. Bleibt nur die Frage, warum tut er sich den FCK in seiner aktuellen Situation denn an? Das ist für mich als Mensch, Sascha Hildmann, der ja auch FCK-Fan war und ist das das Größte, hier Trainer zu sein. Also das anzutun, das ist für mich eine Ehre, das zu werden. Und ich glaube, dass ganz viele Trainer hier gerne sitzen würden und meinen Job machen wollen. Und ich sehe das als große Chance an und freue mich wahnsinnig, der Trainer dieser Mannschaft zu sein, Trainer vom 1. FC Kaiserslautern zu sein. Das ist eine Ehre. Konkurrenten gab es viele. Unter anderem sollen die Roten Teufel auch an Ex-Sandhausen-Trainer Kenan Kotschak und Ex-Magdeburg-Trainer Jens Hertel interessiert gewesen sein. Heute haben die Verantwortlichen aber Einigkeit demonstriert. Nach längerem Gespräch mit Sascha Hildmann waren wir uns alle relativ schnell einig, inklusive dem gesamten Beirat, dass er der richtige Trainer in unserer jetzigen Situation und auch für die Zukunft ist. Die Fans, die beim ersten Training des neuen Cheftrainers auf dem Betzenberg waren, müssen aber erst noch überzeugt werden. Zumindest zum Teil. Also ich halte vom Hildmann gar nichts. Weil ich kenne Kenneth und Kaiserslautern. Und großer Erfolg hat er auch nicht gehabt bis jetzt. Das ist einfach schwach. Dilettantismus hoch, sonst was. Für mich ist der Grund, er ist jung, unverbraucht, hat eine eigene Philosophie, ist ehrgeizig. Und das sind die ganz wichtigen Faktoren für mich, ja, um die Mannschaft wieder aus ihrem Schlaf rauszuholen. Viel Zeit bleibt Hildmann, der einen Vertrag bis 2020 bekommen hat, ohnehin nicht. Am Samstag steht sein Debüt gegen Würzburg an. Bisher hat der FCK 15.000 Karten verkauft.